Jesus. Liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie alle heute Abend in Person endlich wieder dreidimensional hier im Wissenschaftskolleg versammelt sind zu einer weiteren Diskussion in unserer neuen Reihe Zur Zeit, ein neues Format, mit dem wir in Form von Diskussionen oder Interviews zu ganz aktuellen Fragen hier Stellung nehmen wollen, weil wir glauben, dass einzelne unserer Fellows dazu besonders viel zu sagen haben. Und was könnte aktueller sein derzeit als das Thema Krieg und Frieden in der Ukraine? Es ist jetzt mehr als 3,5 Monate her, dass, wie die Außenministerin gesagt hat, wir in einer anderen Welt aufgewacht sind. Nicht lange, 3,5 Monate, aber für die Betroffenen sicher eine Ewigkeit. Die meisten von uns haben sich mittlerweile von ihren liebsten Überzeugungen trennen müssen. Und wir haben zu unserer Beschämung sehen müssen, dass wir viel zu wenig wissen über die Ukraine im Besonderen und über den gesamten postsowjetischen Raum im Allgemeinen und dass wir auch, oder die meisten von uns, auch sehr wenig davon wissen wollten. Denn bei genauem Hinsehen hat sich ja keineswegs so viel verändert, dass wir wirklich in einer neuen Welt aufgewacht wären seit dem 24. Februar. Und die putinsche, aggressive, neoimperialistische Politik ist ja schon viel länger im Gang und man hätte sie sehr viel länger zur Kenntnis nehmen können. Wir haben ihr nur nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Das gilt nebenbei bemerkt auch für die Wissenschaftsszene. Es gibt sage und schreibe 2 und noch nicht mal volle Professuren in ganz Deutschland für Ukraine-Studien und eine davon wird von einem unserer heutigen Diskutanten vertreten. Also das Thema Krieg und Frieden in der Ukraine ist nicht verständlich, wenn man es nicht in einem großen, größeren, tieferen, zeitlichen und auch regionalen Kontext betrachtet. Es geht ja hier um eine ganze Großregion, in der mehrere Großmächte seit spätestens dem 18. Jahrhundert, mehrere Großmächte ihre Einflusszonen immer wieder neu austariert haben und die Grenzen immer wieder neu gezogen haben, Identitäten, Zugehörigkeiten nie eindeutig waren, nie miteinander zur Deckung kamen und deswegen auch die Geschichte dieser Region immer wieder neu und aus verschiedenen Perspektiven immer wieder unterschiedlich erzählt worden ist. Wir sollten und wollen hier heute auch deshalb diese Region oder diesen Konflikt, diesen Krieg, Konflikt sollte man ihn besser gar nicht nennen, diesen Krieg in seinen Verflechtungen sowohl räumlich als auch zeitlich in den Blick nehmen. Das muss man, um sozusagen vielleicht etwas mehr Licht in das Dunkel dieses furchtbaren Geschehens zu bringen. Wir wollen also fragen, zum einen nach den Hintergründen der Motive und Absichten, die hinter diesem putinschen neoimperialistischen Angriffskrieg stehen. Und zum anderen wollen wir fragen nach der voraussichtlich weiteren Entwicklung. Das heißt, wie verändert der Krieg die ukrainische Gesellschaft derzeit? Was wird aus den Reformen, die Präsident Zelensky auf seine Agenda gesetzt hat, mit denen er die Ukraine verändern wollte? Und vor allem natürlich die Frage, die am brennendsten ist, wie kann man sich überhaupt ein Ende dieses Krieges und eine mögliche Friedensordnung in Zukunft vorstellen? Über diese Fragen wollen wir heute diskutieren, und zwar unter der Leitung des Osteuropa-Historikers Martin Schulze-Wessel von der Ludwig-Maximilians-Universität München, der derzeit Fellow in Oxford ist, und wir freuen uns ganz besonders, dass er eigens für diese Veranstaltung von der Insel auf den Kontinent gereist ist. Wie Sie sehen, haben wir auf dem Panel leider nur 2 weitere Diskutanten und nicht 3, wie das ursprünglich angekündigt war. Denn Olga Sparaga, unsere derzeitige Fellow aus Minsk,
ist heute positiv auf Covid getestet worden. Und es geht ihr tatsächlich auch nicht gut. Sie ist also nicht symptomfrei und deswegen kann sie nicht heute teilnehmen. Also zwei, beides WIKO-Fellows, ein früherer WIKO-Fellow, eine aktuelle WIKO-Fellowin sozusagen. Beide stammen aus der Ukraine, beide sind Kultur- und Geisteswissenschaftler, beide sind zugleich aber auch öffentliche Intellektuelle, deren Stimmen derzeit in den deutschen Medien, wie Sie sich denken können, sehr gefragt sind. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie beide, wie Sie gleich sehen werden, ausgezeichnet Deutsch sprechen. Trotz dieser Gemeinsamkeiten sprechen sie aber natürlich mit unterschiedlichen Stimmen und ich bin gespannt, inwiefern sie sich einig sind oder nicht und wie lebhaft die Diskussion werden wird. Ganz kurz zu beiden von Ihnen, Katharina Mischenko, wie gesagt aktuell hier als Fellow mit ihrem Sohn Theo, der auch im Publikum ist und aufpasst, was seine Mutter sagt. Sie stammt aus Poltawa und lebte bis vor kurzem in Kiew, hat unter anderem in Hamburg, in Kiew, in Mainz und Berlin Literaturwissenschaft studiert, vor allem auch deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik und auch gelehrt. Fellowships haben sie nach Wien und ans Forum Transregionale Studien geführt, also hier auf der anderen Straßenseite. Vor allem arbeitet sie aber als Verlegerin und auch als Kuratorin zeitgenössischer Kunst. Sie ist Mitbegründerin und Herausgeberin des Online-Magazins Pro Story und des Kiewer Verlagsunternehmens Medusa. Und in ihren Publikationen hat sie sich unter anderem ausführlich mit der politischen Protestkultur in der Ukraine auseinandergesetzt. Auf Deutsch ist von ihr im Surkamp Verlag schon 2014 ein Buch erschienen mit dem Titel Euromaidan, was in der Ukraine auf dem Spiel steht. Also 2014 schon. Andriy Portnov war Fellow 2012-13. Stammt aus Dnipropetrovsk und hat da und in Warschau und Lviv Geschichte studiert und am Institut für Europastudien der Nationalen Akademie der Wissenschaften in der Ukraine gearbeitet. Sein preisgekröntes Buch Scholarship in Exile über ukrainische Immigranten in Polen der Zwischenkriegszeit hat gewissermaßen mittlerweile eine ganz neue biografische Aktualität gewonnen, mehr als er sich das wahrscheinlich hat vorstellen können, als er das Buch geschrieben hat. Nach Stationen in Berlin, Genf und Potsdam ist er seit 2018, wie gesagt, Professor für Entangled History of Ukraine an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Und auf seine Zeit hier als Fellow am Wissenschaftskolleg geht die Idee und die Begründung des Forschungsnetzwerks Prisma Ukraina zurück. In seinen Arbeiten befasst er sich mit, wie der Titel seiner Professur schon andeutet, mit der verflochtenen Geschichte und Erinnerungskultur in diesem ganzen Raum, also in Ukraine, Polen und Russland vom 18. bis zum 21. Jahrhundert, mit Fragen umstrittener nationaler Identitäten, konkurrierender historischer Narrative. Derzeit, wenn ich richtig unterrichtet bin, arbeitet er an einer Biografie seiner Heimatstadt Dnipropetrovsk. Von ihm ist zuletzt erschienen ein Buch mit dem Titel Poland and Ukraine, Entangled Histories as Asymmetric Memories. Ein Buch, das Sie mit vielen anderen Texten auf unserem Ukraine-Büchertisch nebenbei bemerkt im Nebenraum einsehen können. Damit genug der Vorrede. Ich sage vielleicht zur Rahmung des Ganzen noch, dass diese Diskussion hier etwa eine Stunde dauern wird, so ungefähr. Wir werden sehen, wie lebhaft es wird. Und anschließend gibt es aber auch Gelegenheit, die Diskussion wird fürs Publikum geöffnet und Sie alle können sich an der Diskussion beteiligen. Also, das Wort habt ihr. Vielen Dank für die freundliche Einleitung, sage ich mal, für uns alle. Also das Wissenschaftskolleg ist eine der Institutionen, wo ukrainische Geschichte und Kultur schon lange vor dem Krieg Thema war und wo eben auch Fellows aus der Ukraine
schon vor dem Krieg vertreten waren. Die Ukraine ist nicht weit weg. Und trotzdem ist das, was sich im Krieg abspielt, das Grauen des Krieges, etwa wie es in Butscha zu erkennen war oder in dem Azov-Stahlwerk in Mariupol oder auch jetzt in Severodonetsk, ist nicht ermessbar für uns. Es reicht aber einfach, sich vorzustellen, wie es eigentlich wäre, wenn man einen Sohn hat, der jetzt 17 ist und voller Lebensfreude und jetzt in den Krieg geschickt wird, um zu ermessen, wie wenig wir im Grunde dieser Situation genügen. Also die russische Armee greift im Moment mit mehrfacher Überlegenheit, zehnfacher, zwölffacher Artillerieüberlegenheit die Ukraine an. Und die westlichen Staaten und sicherlich nicht zuletzt Deutschland haben viel Zeit verloren, da effektive Hilfe zu leisten. Das ist der bedrückende Hintergrund unseres Gespräches, dass wir aber, wie Barbara Stolberg-Rillinger gesagt hat, jetzt in erster Linie so führen wollen, dass es uns um die Fragen geht von Erkenntnis, also was sind die historischen Hintergründe, aber auch moralische Fragen, die damit zusammenhängen, sollen nicht ausgespart werden. Ich beginne mal mit einer Frage, die jetzt vielleicht sich nicht als allererstes aufdrängt, aber dass dieses Gespräch möglich ist, hängt natürlich in erster Linie damit zusammen, dass die ukrainische Armee erfolgreich Widerstand geleistet hat, sonst, wenn es einen russischen Durchmarsch gegeben hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen, dann würden ganz andere Fragen der Bedrohung Europas im Vordergrund stehen. Und dass die Armee erfolgreich war, hat sicherlich sehr viel mit politischer Führung zu tun, hat sicherlich sehr viel mit Selenskyj als Präsidenten zu tun. Selenskyj kennen wir jetzt in vielen Facetten und das deutsche Publikum kennt ihn wahrscheinlich nur unzureichend, aber alle werden davon gehört haben, dass er auch Präsident gespielt hat, also in dem Spielfilm Diener des Volkes. Und ich würde zunächst einfach mal fragen wollen, wie eigentlich beides zusammenhängt, diese Präsidentenrolle und dann diese bemerkenswerte Präsidentenwerdung in der Kriegszeit. Wollen Sie beginnen, Katharina? Ja, vielen Dank. Ich habe vor kurzem einen Witz gehört von einem Stand-up-Komiker, der sagte, stellt euch vor, ein Land, das angegriffen wird und, unser Obermilitär, wie sagt man das? Oberbefehlshaber. Befehlshaber ist ein Komiker. Also was? Ja, aber irgendwie hat es funktioniert. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie er militärisch agiert, ob er vieles delegiert, vermute ich ja. Aber was unser Präsident jetzt auch leistet, was ich ganz wichtig finde, ist die Kommunikation mit verschiedenen Gesellschaften und dadurch auch mit politischen Eliten. Der hat seinen eigenen Zugang gefunden. Die Bildschirme auf den Plätzen überall in Europa, wo er die Gesellschaften unmittelbar anspricht und das auch betont, dass er mit Menschen spricht, nicht mit Eliten. Und ich denke, das kommt sehr gut an. Und das ist seine Art der Diplomatie, die wirklich politische Ergebnisse hat. Mhm. Und das finde ich wichtig, dass er auch mit seiner interessanten beruflichen Identität das geschafft hat, dass die Politik real geworden ist. Also es sind jetzt keine Rituale, sondern wirklich Politik. Also er bewegt vieles und versucht vieles zu verändern, obwohl ja, Common Sense wahrscheinlich nicht immer auf ukrainischer Seite ist, sogar heute. In globaler Politik. Das ist, glaube ich, etwas Neues. Wobei es auch ähnlich innenpolitisch funktioniert hat bei der Präsidentenwahl. Die Wähler
wurden direkt angesprochen und ich glaube, sie konnten sich auch gut mit seiner Person identifizieren und dadurch fanden sie ihn sympathisch. Das fand ich auch interessant, eine Art Paradox, dass eine Person, die jemanden spielt, doch realer ist in dieser Funktion als diejenigen, die sich so nennen, die eine politische Karriere gemacht haben, aber kein Vertrauen mehr erzeugen, ja, oder haben. Ja, das sind vielleicht die ersten Impulse dazu. Also ich glaube, Zelensky als Politiker hat sich eigentlich, also während des Krieges und genau zu sagen am 24. Februar, also eigentlich, wenn Sie wollen, endlich gefunden oder erfunden. Weil vor dem Krieg hatte er immer Probleme, auch wegen dieser genau, Unterschied zwischen Rolle als Komiker und Präsident als Präsident. Aber seit 24. Februar, seit dieser Entscheidung, ja, dass er in Kiew bleibt, ja, also nicht weggeht, seitdem hat er wirklich seine eigene also politische, naja, also politische Perspektive gefunden. Jetzt aber glaube ich, das ist nur eine Vermutung, ich habe wirklich keine Ahnung, meine Vermutung ist oder wäre, dass genau jetzt, sind wir in der Phase des Krieges, wo, naja, wo diese Rolle, also die Zelenskys Rolle oder präsidiale Rolle in der Ukraine noch schwieriger sein kann oder wäre, als am Anfang des Krieges. Weil es geht auch um bestimmte Kompromisse und Diplomatie spielen und solche Sachen. Und natürlich, also wir alle, naja, also wir beobachten das. Und dann sagen wir als Historiker, ob das gut gespielt ist oder doch problematisch. Ja, ja. Also, bemerkenswert bei ihm war ja, dass er in diesem Film Diener des Volkes eben einen Präsidentschaftskandidaten spielte, der Präsident wurde. Und während dieser Film gemacht wurde, muss die Entscheidung gefallen sein für die Kampagne, dafür Präsident zu werden. Möglicherweise gibt es da eine kausale Verbindung. Und als er Präsident wurde, drängte sich sehr bald das in den Vordergrund, wovon Andriy Portnov gerade sprach. Also er bat Kompromisse an, die ja keineswegs populär waren in der Ukraine oder jedenfalls von bestimmten Seiten auch in Frage gestellt wurden. Also er wollte den Frieden mit Russland, er machte bestimmte Angebote und hat dann in direkten Verhandlungen mit Putin gemerkt, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht. Das war dann aber eben noch Monate, bevor es zu dem Angriff kam. Wenn wir mal, also beide haben jetzt schon gesagt, also der Präsident hat sich verändert. Wie hat sich denn die ukrainische Gesellschaft im Krieg verändert? Wir haben die Ukraine ja sehr stark selbst noch nach der Annexion der Krim in der westlichen Beobachtung als eine geteilte Nation wahrgenommen. Heute ist jedenfalls die oberflächliche Beobachtung, dass sie eine geeinte Nation ist. Aber wie schätzen Sie das ein? Ja, ist wirklich schwierig zu sagen. Ich wollte noch was ergänzen zu Zelensky und dazu, was Sie gesagt haben bei der Einleitung. Warum hat es in diesem russischen Blitzkrieg etwas gekippt? Da denke ich, da gibt es noch eine ganz wichtige Sache, die Art und Weise, wie die ukrainische Armee kämpft. Und da denke ich an diesen anarchistischen Ansatz des produktiven Chaos, ja, wo wir haben ja selten in der Ukraine eine Machtvertikale oder vielleicht Andriy kann Bescheid sagen. Eigentlich nie hatten wir die, also zumindest so wie in Russland. Und das hat bei diesem großen Krieg jetzt auch geholfen, denn viele Einheiten, auch militärische, kleinere Einheiten, sie haben nicht auf Befehle von oben gewartet. Sie haben selbst vor Ort entschieden und agiert. Und
irgendwie durch diese fehlende Vertikale kam plötzlich der Druck, Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen dann auch zu verantworten. Mhm. Und diese demokratische Idee, ja, wie die Strukturen arbeiten, hat auch funktioniert. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch wichtig und das ist vielleicht auch etwas, was Zelensky-Figur so verkörpert, diese Türöffnung und ja, machen lassen. Macht, mhm, wenn ihr das Gefühl habt, ihr schafft das. Mhm. Und ja, das finde ich auch etwas, was er vielleicht nicht direkt so haben wollte. Vielleicht will er auch mehr Kontrolle haben, aber seine Figur hat so einen Grund vorbereitet für solche Ansätze. Und das finde ich auch interessant. Und Timothy Snyder zum Beispiel hat das auch als eine dekoloniale Praxis beschrieben, dass im Gegensatz zu imperialen Russland, wo alles so vertikal ist, gibt es bei uns diese mehr horizontale Art und Weise, wie man agiert und kämpft. Mhm. Und das muss auch die Stärke sein, die Ukraine, wobei sie technisch auch schlechter ausgerüstet ist als Russland. Und zur Gesellschaft habe ich mir einige Punkte notiert und ich glaube, wir stehen vor einer sehr großen Veränderung, die wir noch gar nicht einsehen können, denn wir sind ja im Krieg. Und je länger er dauert, desto dramatischer werden auch die Konsequenzen sein für die Gesellschaft. Das ist einmal die Flucht, die schon das Land verändert hat. Heute habe ich von 14 Millionen Geflüchteten gehört und ich glaube, 7 davon sind im Ausland, also alle anderen sind noch im Land. Dann gibt es natürlich ein weiteres Problem, das mich auch sehr beschäftigt, ist die Traumatisierung der Gesellschaft. Das ist auch, glaube ich, noch unmessbar, was alles passiert. Ich glaube, viele sind noch gar nicht dazu gekommen, sich selbst zu fragen, wenn sie kämpfen oder wenn sie helfen, wenn sie im Einsatz sind, ja, was dieser Krieg schon mit denen gemacht hat. Dann Armut. Und da ist auch, glaube ich, heute in der Diskussion eine interessante Situation. Einerseits wird vieles darüber gesprochen, wie europäische Integration der Ukraine helfen kann, wie wir alles aufbauen werden, wie irgendwie auch Geld da reinfließen werde, um die Wirtschaft zu beleben und so weiter. Andererseits merken wir schon, die Preise gehen nach oben, die Menschen haben keine Wohnungen, viele sind in der Ukraine geblieben und ihre Wohnungen sind zerstört in Mariupol oder in Kharkiv und sie werden wahrscheinlich jahrelang auf irgendetwas warten. Mhm. Und das sind schon dramatische Konsequenzen, die in so einer heißen Phase nicht so analysierbar sind vielleicht oder nur teilweise analysierbar und man muss mit denen auch etwas tun. Also die Katastrophe ist schon auf allen Ebenen da und da sehen wir auch kein Ende. Und ja, sozial-kulturell vielleicht werden wir auch mit einem militarisierten Staat zu tun haben oder mit einer militarisierten Gesellschaft. Es wird heute schon diskutiert, ob für private Zwecke Waffen in Besitz sein können. Und da sind die Menschen, die heute unter Schock stehen, auch die Zivilisten und die Menschen, und da, wo die Menschen wissen, wie mit Zivilisten umgegangen wurde auf besetzten Territorien und in besetzten Städten, gibt es natürlich jetzt einen großen Schutzbedarf. Und wie man das beantwortet, wie man damit umgeht, ist auch eine große Frage. Aber ich nenne jetzt nur die Punkte, die mir einfallen und dabei ja, kann ich nichts Bescheid sagen, wie das weitergeht. Aber ich bin mir sicher, dass die Ukraine sich sehr verändern will, wird. Und ja, es gibt auch Hoffnung, dass
es auch viele emanzipatorische und kreierende Impulse auch in dieser Veränderung geben wird, aber eben auch sehr viele dramatische Sachen. Das sind ganz, ganz viele Beobachtungen, auf die wir sicher auch noch zurückkommen. Ich fand jetzt besonders interessant, was Sie am Anfang gesagt haben, nämlich die kontrastive Entwicklung von Ukraine und Russland, die wir ja im Übrigen auch jetzt bei Selenskyj und Putin sehen. Nicht? Also Selenskyj hat ja Putin plötzlich dann sehr alt aussehen lassen. Putin hat immer seine Maskulinität und Stärke betont, aber gegen Selenskyj sieht er einfach alt aus. Und wir haben ähnlich kontrastive Beobachtungen, jedenfalls im Bereich der Armee, die wir typologisch verteilen können auf imperiale Befehlsstrukturen und nationalen Typus einer Armee. Spielen eigentlich solche Typenbildungen, frage ich mal Andriy Portnov, also Abgrenzungen gegenüber Russland in der Konzeption des eigenen, spielt das eine starke Rolle? Das spielt sowieso eine Rolle, klar. Mhm. Ich glaube auch für Selenskyj selbst, weil Selenskyj selbst, als Komiker, gut, ja. Er hat sehr viele Filme oder Projekte oder keine Ahnung, eigentlich zum großen Teil in Russland oder mit russischen Kolleginnen und Kollegen gemacht. Das heißt, ich glaube, für ihn selbst, diese ganze Kriegsgeschichte ist eine Geschichte von, Trennung mit russländische und sowjetische, wenn wir wollen, also Vergangenheit, Erwartungen und so weiter und so fort. Was bringt das? Eine interessante Frage und spannende Frage. Ich glaube, der Krieg, jeder Krieg, auch dieser Krieg, natürlich sehr dynamisch ist. Das heißt, es ist schwierig und zum Teil sogar gefährlich, schon hier zum Beispiel über ukrainische Gesellschaft oder russische Gesellschaft im Detail zu sprechen, weil heute sind wir da und morgen, übermorgen woanders. Und das ist doch eine Herausforderung für, für soziologische oder so kulturwissenschaftliche Forschung. Was ich aber auch in diesem Sinn sagen will oder möchte, ich glaube, Selenskyj selbst, also die ukrainische Gesellschaft insgesamt, braucht eine, das ist für mich ist so eine alte These, aber sage ich das nochmal, braucht eine neue analytische Sprache. Das heißt, hier in Deutschland oder im Westen überall, benutzen wir ganz oft diese alten Begriffe oder Kategorien, um die Ukraine zu beschreiben. Und zum Beispiel, gespaltetes Land. Ob das wirklich hilft, das ist meine Frage. Vielleicht zum Teil doch, zum Teil vielleicht nicht. Ich frage, das ist Fragezeichen, Ich frage mich selbst immer zum Beispiel, wie kann man gut auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch, ukrainische politische Loyalität beschreiben. Zum Beispiel die Leute, die russischsprachig oder meistens russischsprachig sind, doch nicht nur politisch loyal, sondern zum Teil sehr oft, sogar wenn wir wollen, nationalistisch, politisch sozusagen oder ideologisch gesehen sind. Weil das ist was Neues, auch für die ukrainische Geschichte. Wenn wir zum Beispiel die Geschichte des ukrainischen Nationalismus genau lesen, da war was anderes, wirklich, in Zwischenkriegszeit oder früher und so weiter und so fort. Nächste Sache, ich nenne das alles, eventuelle Begriff zum Diskussion, situative Zweisprachigkeit. Das heißt, viele Leute in der Ukraine kennen beide Sprachen und die nutzen Russisch oder Ukrainisch in bestimmte soziale Kontexte. Das heißt, man muss erst diesen Kontext gut erkennen, beschreiben und verstehen, um zum Beispiel zu sehen, warum sogar Selenskyj in dieser Video-Absprache zum Teil doch Russisch benutzt. Ja, sehr interessant, sehr spannende Frage, warum so? Und wenn wir uns gut darüber nachdenken, wie können wir das ein bisschen besser, ein bisschen tiefer beschreiben und analysieren, hoffentlicherweise können wir dann am Ende die Ukraine als Ganze, als Gesellschaft besser verstehen. Genau, weil sonst sind wir immer mit dieser, diese alten Kategorien ein bisschen selbst manipuliert.
oder selbstverhaftete Versionen. Also eine ganz spannende Frage finde ich, wie man mit dem Russischen in der Ukraine umgeht. Mhm. Also es ist ja bekannt, dass viele Ukrainer Russisch sprechen, also jetzt nicht nur die russische ethnische Minderheit, sondern eben auch Mitglieder der ukrainischen Nation. Zugleich gibt es Sprachgesetze, die das Ukrainische nach vorne bringen. Und jetzt im Krieg, ich meine, Russisch ist natürlich die Sprache des Feindes, aber gleichzeitig ist es eine zweite Sprache. Also was tut sich da, wie geht man damit um? Wollen Sie anfangen, Katharina? Ja, ich glaube, bei der Sprache wissen wir auch noch nicht, wo wir letztendlich landen. Ja. Denn es gibt heute schon russischsprachige geflüchtete Menschen zum Beispiel, die Russisch nicht mehr sprechen wollen. Für sie ist es so eine Triggersprache jetzt. Und sie wollen jetzt Ukrainisch wechseln, obwohl sie auch nicht aufgefordert sind von irgendjemand. Also, und ich glaube, es wird eine Reihe von verschiedenen Triggern sein, die auch, ja, die auch schwierig sein wird zu überwinden. Und ich wollte noch ganz kurz was anmerken zu dieser Spaltung. Ich habe vergessen, also denn, ja, dass Sie es gefragt haben, da stimme ich auch Andrei zu, dass bei der Spaltung wir auf einem unsicheren Territorium sind ein bisschen. Denn einerseits höre ich das als Person, die ab und zu öffentlich spricht, seit Maidan-Zeiten, immer wieder über diese Spaltung, über Zerrissenheit der Ukraine, als wäre das eine Rechtfertigung für Annexion, für die Intervention nach dem Maidan. Als hätten wir diese Gruppe von denjenigen, die doch Janukowitsch wollten und diese, ja, diese Revolution nicht haben wollten. Deshalb ist das berechtigt, deshalb ist das auch ein Bürgerkrieg und nicht russischer Proxykrieg und so weiter. Deshalb war das für mich immer nicht ganz klar, warum die Ukraine gespalten ist, warum nicht andere Länder, wenn sie für Linke oder Rechte stimmen oder wenn sie Covid-Dissidenten haben und Demos gegen Covid-Maßnahmen, warum sind nur wir gespalten und alle anderen sind einig. Andererseits glaube ich, dass diese verschiedenen Gruppen, auch einige, die Anti-Maidan-Bewegung, die ja inspiriert war von politischen Beratern aus Kreml und von Janukowitsch, aber es gab doch irgendwelche Anhänger oder Menschen, die nicht auf die Straße gingen, aber doch irgendwie Maidan nicht richtig fanden und diesen Lenin-Fall, ja, der überall stattgefunden hat und so weiter. Und ich glaube, bei uns gibt es keine richtige, vielleicht ideologische Vertretung für alle gesellschaftlichen Gruppen. Also für die Rechte schon, aber was rechts ist, muss man ja auch diskutieren. Ich meine, also konservative, nationalistische Parteien, aber irgendwie sind alle konservativ. Und ökonomisch sind auch alle konservativ. Es gibt auch korrupte ehemalige Freunde von Janukowitsch. Es gab die, jetzt sind sie verboten. Es gab die und sie waren rhetorisch ein bisschen sozialistisch. Aber in der Wirklichkeit waren das Mafiamänner, jeder schlimmer als der andere und hatten überhaupt nichts damit zu tun. Und es wird bei uns auch nicht wirklich artikuliert. Diese soziale oder auch sozialistische oder sozialdemokratische politische Sprache wird einfach ausgebeutet bei jeder neuen Parlamentswahl. Es gibt eine neue Partei gegründet von Sozialisten und da sind dieselbe korrupte, weiß ich nicht, Leute, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und durch diese mangelnde Vertretung gibt es immer diejenigen, die nicht einverstanden sind. Aber nicht, weil sie pro-russisch sind. Oder, also jetzt ist auf jeden Fall ist keiner, glaube ich, pro-russisch mehr, weil, ja, weil das einfach jetzt Vernichtung und Tod bedeutet. Also russische Politik bei uns. Deshalb sind wir jetzt wirklich da uns einig. Aber davor
Also bist du irgendwie automatisch pro-russisch, wenn du mit dieser nationalen oder ja, konservativen Rhetorik nicht einverstanden bist. Wenn du neoliberale Reformen in Frage stellst, dann bist du ein Sozialist, und wenn du ein Sozialist bist, dann bist du ja, aus Russland finanziert, oder weil das einfach eine Tradition war von diesen Kräften, die, ja, die immer eine Vertretung gespielt haben von östlichen Regionen, die als mehr sowjetisch galten als westliche zum Beispiel. Also durch diese Unklarheit gibt es dann auch wirklich Brüche, sag ich mal, ja, in der Vertretung. Und dadurch gibt es auch dieses Gefühl der Spaltung. Ja. Wahrscheinlich nicht nur bei uns. Ich glaube, hier fühlen sich alle, auch viele Menschen, nicht wirklich vertreten in der Politik. Also ich sage ganz ehrlich, wenn ich darf, zum Beispiel, wenn ich versuche, das ist nicht einfach, sage ich sofort, wirklich nicht einfach, und das ist gut eigentlich, das ist nichts Schlimmes. Also wenn ich versuche in Deutschland, ja, diese ukrainische Komplexität zu beschreiben, ich sage oft, dass diese Spaltung, können wir auch zum Beispiel Vielfalt oder noch besser Pluralismus nennen oder noch besser postsowjetischer Pluralismus. Weil dieser Pluralismus zum großen Teil doch sowjetische historisch gesehen, ja, also Kern oder Wurzel hat. Aber Pluralismus und Spaltung, das sind doch zwei verschiedene Sachen, glaube ich. Und diese, naja, also Koexistenz oder Konkurrenz von Sprachen, ja, Konfessionen, also in der Ukraine gibt es mindestens jetzt wie viel? 4, 5 orthodoxe Kirchen. Also nicht 2, immer mehr als 2 und nicht 3, mindestens 4. Sehr interessant. Und auch in Belarus nur eine Kirche, in Russland eine Kirche, in der Ukraine 4. Das ist sofort, genau, sofort dieser Pluralismus. Genau, also Pluralismus ist was anderes. Die Frage ist wieder aber, wie wir als Forscherinnen und Forscher können diesen Pluralismus, naja, analysieren oder gut verstehen. Ja? Das ist eine schwierige Aufgabe, wirklich schwierig. Und zum Beispiel, wenn Putin das nicht versteht, okay, das ist natürlich eine, also das macht tragische Konsequenzen, auch für Russland, klar. Aber das ist nicht genug, wir müssen was Alternatives vorzustellen. Oh, das sehe ich als eine große Aufgabe für Geschichtsschreibung, Soziologie, Politologie, Kulturwissenschaft, auch in Deutschland. Genau. Und ich gebe auch ganz oft zum Beispiel die Beispiele von ukrainischen Politikern, die auch jetzt, genau jetzt, gerade jetzt sehr aktiv sind und die, naja, nur russischsprachig sind. Okay, vielleicht soll ich jetzt einen Namen geben. Zum Beispiel Arsen Avakov, ehemaliger also Minister und auch, man kann sagen, naja, so Reformator der Polizei und dieser inneren System, ja, in der Ukraine. Sehr interessante Persönlichkeit, sehr interessante Persönlichkeit, politisch gesehen, also kulturell gesehen, ökonomisch gesehen. Er spricht nur Russisch und er beschreibt sich selbst noch interessanter als, zitiere ich jetzt, ich bin ein russischsprachiger ukrainischer Nationalist. Dann später hat er gesagt, russischsprachig ist nicht genug. Ich bin, das ist ein bisschen jetzt schwieriger, weil er stammt aus diesem Kharkiv-Gebiet, das ist so Sloboda-Ukraine, auf Slobozhanschina, auf Slobitska-Ukraine, also Grenzgebiet, also an die ukrainisch-russische Grenze, ja, im Osten. Und er sagte, ich bin slobozhansko-sprachiger ukrainischer Nationalist. Und was machen wir damit, mit so einer Persönlichkeit? Ich frage meine Studierenden immer, okay, Leute, wäre es möglich, in Deutschland einen Minister oder Ministerin des Inneren zu haben, der kein Deutsch spricht? In unser postnationales Deutschland? Naja, vielleicht nicht. In die Ukraine mit nur Ukrainisch als Staatssprache ist es absolut möglich. Ja, das ist bemerkenswert. Ja, und ich habe darf ich? Ja, bitte. Ein Freund von mir, Alexei Radinsky, der hat über die Kolonisierung Russlands einen Artikel geschrieben, und der wurde irgendwann ins Russische übersetzt. Mhm. Und der hat es angesagt, jetzt wurde mein Artikel ins Ostukrainische übertragen. Und das fand ich auch interessant. Und ich glaube, wer
haben noch nicht wirklich ein Modell bei uns entwickelt. Und die Situation in der Ukraine finde ich ziemlich speziell. Hm. Mit dieser Zweisprachigkeit, mit dieser Rolle der russischen Sprache. Und ich bin diejenige, die dafür ist, das zu entwickeln und tiefer reinzuschauen und zu überlegen, wie können wir das inklusiv machen, so dass niemand in der Ukraine sich ausgeschlossen fühlt, sprachlich und kulturell. Und wie gehen wir damit um? Und es gibt wirklich diese, auch diese situative Zweisprachigkeit. Ich lebe so zum Beispiel und spreche beide Sprachen alltäglich und offiziell nicht, aber im Alltag. Und ich habe auch Freunde, die auch professionell Russisch sprechen oder Russisch schreiben, und das finde ich ganz interessant. Und ich finde das auch sehr schade, dass durch diesen Krieg das Thema wahrscheinlich so schmerzhaft sein wird. Und Also wenn das gelingt, dann fände ich das wirklich sehr, sehr bemerkenswert, weil die sozusagen logische Entwicklung oder die Entwicklung, die man aus anderen historischen Konstellationen kennt, ja die ist, dass wenn ein Land mit einem sehr starken nationalistischen Impuls kommt, und Russland ist zwar auch vielfältig und legt auch Wert auf seine konfessionelle Vielfalt, aber in Bezug auf die Ukraine ist es jetzt eben ein nationalisierendes Imperium, das eindeutig entukrainisieren will. Und wenn dann trotzdem sozusagen Versuche gemacht wird, Vielfalt zu erhalten und das sogar zu einem Merkmal von Ukrainizität zu machen, dann wäre das eine großartige Perspektive. Die Frage, die sich jetzt natürlich anschließt, ist, wie sich die Ukraine gesellschaftlich entwickelt. Also Sie hatten schon auf die Migration angesprochen. 17% der Ukrainer sind im Moment Binnenflüchtlinge, nicht? Also das sind Größenordnungen, die etwa der Situation Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg entsprechen, wo eben die Zahl der Flüchtlinge, die aus den Ostgebieten kamen, auch etwa in der Größenordnung von einem Fünftel der Bevölkerung war. Ist es möglich, so einen Einblick zu geben, frage ich jetzt Sie, welche Situationen auch so lebensweltlich eigentlich damit entstehen? Also die Distanz zwischen Dnipropetrovsk und Lviv ist wirklich sehr, sehr groß. Das weiß jeder, der mal in der Ukraine war. Wie werden eigentlich Flüchtlinge aufgenommen und welche gesellschaftliche Situation entsteht daraus möglicherweise auch? André, du hast ein Buch über Dnipropetrovsk geschrieben. Ich frage dich mal zuerst. Also danke. Also die Frage ist ganz wichtig. Ich würde auch sagen, diese Situation mit Millionen Menschen, die also im Ausland oder in andere Teile der Ukraine jetzt sind, unglaublich schwierig ist. Historisch gesehen, wieder also Dnipropetrovsk oder Dnipro oder Jekaterinoslaw hat mehrmals eine interessante Erfahrung mit Flüchtlingen gemacht. Es gibt zum Beispiel Erfahrung mit Flüchtlingen während den Ersten Weltkrieges, weil damals sehr viele Leute aus diesen westlichen Gebieten, ja, die versuchen sozusagen ein bisschen weit weg von der Front gehen, und Jekaterinoslaw war wirklich ein Zentrum für solche Leute. Dann selbstverständlich Zweiten Weltkrieg, ja, und auch natürlich Evakuierung, die nur zum Teil erfolgreich war, das wissen wir alle, ja, viele Juden sind dort geblieben und dann also ein Opfer von Vernichtungspolitik von Nazi-Deutschland und so weiter und so fort. Ich glaube, heutzutage, also für sehr viele Ukrainer, meiner Meinung nach, diese Situation ist wirklich, was ganz Neues und was ganz so Enormes. Wenn man diese verschiedenen Texte auf Facebook oder sogar irgendwo liest, kann man sofort natürlich sehen, da gibt es schon, bestimmte, Emotionen, sage ich so, Emotionen, ja, zwischen also Leute, die geflüchtet sind und Leute, die geblieben sind. Weil es gibt auch nach wie vor ganz verschiedene Gründe, warum
fahre ich woanders, warum bleibe ich hier? Wegen meinen Eltern, wegen mein Haus und so weiter und so fort. Haustiere, ja, man kann viele Gründe finden. Und ich glaube, das ist klar. In diesem Fall können wir sicher sagen, das ist eine Herausforderung für die Nachkriegs-Ukraine, ukrainischen Gesellschaft. Mit dieser Lage, also die Leute mit unterschiedlichen Erfahrungen, ja, was zu tun, etwas also Gemeinsames zu tun. Und wir reden nicht nur über die Flüchtlinge sozusagen selbst, wir reden auch selbstverständlich über die Leute, die jetzt heutzutage in dieser, naja, also besetzten Gebieten oder ja, okkupierten Gebieten sind gefunden, da sind auch Millionen Menschen. Also das ist schrecklich, das ist so schrecklich und ich habe keine also seriöse soziologische Analyse im Moment gelesen, aber wie gesagt, es ist sehr dynamisch. Man braucht vielleicht ein bisschen Zeit, um das richtig zu forschen. Aber ich kenne aus, naja, aus dem Gespräch mit meinen Freunden oder Bekannten oder keine Ahnung, ich fühle mich schon dieser, also wie gesagt, dieser bestimmte, also emotionelle, naja, also Konfliktpotenzial, sage ich so, oh, Konfliktpotenzial in dieser Sache. Mehr darüber lesen, etwas Soziologisches, um zu verstehen, was das heutige Bild der Flucht sein könnte. Einerseits, also so eine allgemeine Tendenz ist natürlich bei der Flucht ins Ausland dieses weibliche Gesicht der Flucht. Die Frauen mit Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen, vielleicht auch älteren Angehörigen, also Männer, die schon ausreisen dürfen. Und das ist etwas Besonderes an dieser Flucht der Ukrainer und Ukrainerinnen, auch die Tendenz, so schnell wie möglich zurückzukehren. Es gab ja diesen tragischen Fall in Kharkiv letzte oder vorletzte Woche, wo die Familie zurückgekommen ist und der Mann und das Kind sind gestorben an einem Raketenangriff. Also schon nach der Rückkehr. Und Das höre ich auch von meinen Freunden oder Bekannten, dass auch diejenigen, die aus Kharkiv oder aus Tschernihiw kurz weggefahren sind, jetzt wieder zurückkommen. Kiew wird auch immer voller mit Rückkömmlingen. Also viele versuchen nach Hause zu fahren. Also es gibt diese Bewegung. Ich glaube, im Land ist es auch ähnlich. Es gibt diese Eile. Was mich auch etwas wundert. Aber wahrscheinlich ist es auch etwas ja, Psychisches, so eine Art Verzicht auf diese neue Realität, auf diese Welt. Also man muss zurück nach Hause, in das alte Leben, obwohl dieses Leben nicht mehr da ist. Aber es ist schwierig, für sich selbst das bewusst zu machen und sich zu fragen, und wie geht es weiter? Ja, und ich glaube, das ist etwas an der Flucht. Heute lesen wir viel, dass die Ukrainer auch aus dem Ausland nach Hause fahren, in die Ukraine. Aber es ist wiederum die Frage, ist es eine Sommerpause, wollen sie einfach irgendwelche Sachen holen und wieder hinfahren oder treffen sie eine Entscheidung, nach Hause zu fahren und in einer, zwei Wochen merken sie, das funktioniert nicht mit dem Job oder noch mit irgendetwas. Die Infrastruktur für die Kinder zum Beispiel funktioniert auch nicht perfekt. Also zumindest in Kiew, also ich kenne die Kiewer Situation. Deswegen werden wir noch beobachten. Und ein Grund zum Beispiel für mich, warum ich weitergefahren bin, war diese Drohung aus Belarus. Ich hatte Angst, dass jetzt aus Belarus auch die Truppen kommen und die ganze Westukraine wird bedroht und es werden neue Wellen sein von Menschen und dann wird es schwierig, die Grenze zu passieren. Ja, und es geht. Wenn ich eben dazwischen fragen darf, ja. Haben Sie eine Hoffnung auf die belarussische Demokratiebewegung, die ja sehr stark war, aber jetzt völlig unterdrückt zu sein scheint? Die Frage war jetzt also an beide, wer immer möchte. Olga ist nicht da und wir müssen jetzt etwas
Nein. Ich kann natürlich betonen, das finde ich doch wichtig für uns alle genau zu verstehen, dass sozusagen ohne Lukaschenko, ja, also ohne Belarus als Platzdarm, ja, für also Putins Aggression unter allem, wäre die ganze Lage also ein bisschen anders ausgesehen. Das heißt, diese ganze Geschichte mit Kiew, Bucha, Irpin und so weiter und so fort, kann man ohne also diese offizielle belarussische Mitteilung nicht vorstellen. Deshalb, Lukaschenko ist absolut verantwortlich oder zu verantwortlich für diese schreckliche Sache. Und ich erinnere mich gut an mehrere also Pressekonferenzen oder, keine Ahnung, Gespräche, wo Lukaschenko selbst oder andere also, Leute mehrmals gesagt haben, Belarus wird nie gegen die Ukraine was tun. Das ist unmöglich. Und deshalb auch also Minsker Abkommen. In Minsk, das ist auch symbolisch doch wichtig, dass Minsk als Ort, als also Territorium, wo und so weiter und so fort. Und das ist nicht mehr der Fall. Und ich glaube, das ist natürlich ein, das ist eine ganz tragische Entwicklung, auch für Belarus selbst, klar. Das ist ein Ergebnis von, von diesem unerfolgreichen Versuch, demokratische Revolution in Belarus zu, ja, also fortzusetzen, zu machen. Eine ganz wichtige Frage für mich, und das ist auch eine Frage für mein Seminar, zum Beispiel dieses Semester an der Viadrina, warum Massenbewegungen in der Ukraine so erfolgreich waren, doch politisch gesehen mindestens. Das heißt Orangenrevolution, ja, dann Maidan 2013-14, die haben doch politische Veränderungen gebracht. Und warum im Fall Belarus? Nein, trotz natürlich Engagement, trotz so viele Leute, trotz auch dieser schrecklichen Repressionen und so weiter und so fort. Das ist eine offene Frage, die ich jetzt versuche mit meinen Studierenden also gut zu formulieren. Aber ich glaube, das ist diese also schreckliche Wahrheit oder Realität. Ohne belarussisches Territorium wäre diese ganze Geschichte mit Bucha, Irpin, Kiew ganz anders aussehen. Ja, und viele Raketen. Genau, ja, absolut. 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 Ja, ich glaube, wir müssen natürlich Belarus und belarussische Entwicklungen in den letzten Jahren auch da, also das ist Teil des Kontinuums, am Ende dessen wir diesen Vernichtungskrieg jetzt haben. Denn ich glaube, wären diese Proteste erfolgreich, hätten wir eine andere Landschaft in diesem postsowjetischen Raum heute. Danach gab es noch Kasachstan und es wurden verschiedene Unterdrückungsszenarien ausprobiert. Und in Kasachstan hat das perfekt funktioniert für Russland. Gelandet, alles, sagt man das, sauber gemacht, ja, Zachischena, und alles gut, ja, und die Macht des Präsidenten gesichert. Ich glaube, es war natürlich auch im Sinne dieser Anti-Maidan-Logik, die auch Russlands Politik immer wieder steuert. Im post-sowjetischen Raum bloß keine Revolution, kein Maidan, kein bürgerlicher Protest gegen den Präsidenten, also gegen diese wichtigste Machtfigur. Und diese, kann man so psychotherapeutisch sagen, Gestalt, ja, wurde in Belarus geschlossen. Also alles war okay. Das heißt, man muss weitermachen. Und da glaube ich, das muss man auch nicht vergessen, wenn wir darüber sprechen, was Deutschland oder Europa, die Europäische Union übersehen haben. Belarus wurde auch übersehen. Und das ist auch Teil russischer Expansion. Also die Geheimdienste sind sofort hingefahren. Sie haben alles koordiniert, alles geholfen, damit die Menschen in Gefängnisse landen, damit sie gefoltert werden. Also das hat alles... das hat alles Putin geleistet für Lukaschenko. Und es gibt jetzt eine Fortsetzung schon in so einer Form in der Ukraine.
vielleicht ist das der richtige Platz, um jetzt auch in so einer letzten Runde über Deutschland zu sprechen. Wie beobachten Sie die deutsche Politik und die deutsche Öffentlichkeit? Also ich versuche konstruktiv zu sein, das sage ich immer. Das ist vielleicht erstmal eine diplomatische Antwort. Ja, ich glaube, vieles ist natürlich schon zu spät und die Konsequenzen sind schrecklich von dieser Verspätung, von diesem Übersehen von bestimmten Tendenzen, von der Ignoranz. Ich glaube, das wurde schon mehrmals artikuliert und angesprochen, auch öffentlich. Woran ich denke, ist eine vielleicht utopische Perspektive, was die Rolle von Deutschland sein könnte. Und ich habe vor ein paar Jahren ein Buch herausgegeben, ich erzähle jetzt eine Geschichte, das war so ein Sammelband mit Texten von Josef Beuys, mit seinen Werken und mit Texten ukrainischer Intellektuellen und Künstler über Beuys und was das für sie heißt, auch im Kontext des Zweiten Weltkrieges. Und da hatte ich auch eine Diskussion mit einer Übersetzerin, die hier in Berlin ist, die meinte, nein, Beuys ist doch reaktionär. Der hat das doch nicht überarbeiten können und so. Und da gab es auch einen Text bei ihm, wo er sagte, ja, die deutsche Sprache, es ist ja auch die Sprache der Philosophie, das kann auch die Sprache der Befreiung sein, nicht nur von Nazis. Und warum will Deutschland jetzt oder kann Deutschland jetzt nicht diese Verantwortung übernehmen für die Schaffung einer demokratischen Utopie? Etwas ganz anderes wie das Dritte Reich. Und diese Frage, und jetzt denke ich, Beuys hat doch eine richtige Frage gestellt. Jetzt sind wir wieder bei diesem Modell oder Gestalt des Zweiten Weltkrieges. Also die Russen spielen heute Nazis nach, in der Art und Weise, wie sie mit den Ukrainern umgehen. Das ist dieselbe Fantasie über die slawischen oder ostslawischen Untermenschen, wie man das Ganze kolonisiert, das Land nimmt, das sehen wir sogar in dieser gastronomischen Krise, dass Getreide genommen wird, also alles in dieser narzisstischen Logik. Und es ist für Deutschland, glaube ich, auch eine sehr große Herausforderung. Einerseits gibt es diese Anspielung an die schreckliche Vergangenheit, andererseits heutige komische Bindung an Russland und dieser schmerzhafte Abschied von dieser langjährigen Freundschaft und Geschäften und so weiter. Und ich glaube, in dieser Situation müsste Deutschland eine leitende Rolle übernehmen und irgendwie dieses Konzept der Vergangenheitsbewältigung mit neuer antifaschistischer Energie fühlen und richtig agieren, sich selbst überwinden irgendwie und sich auch zeigen, sich nicht mehr schuldig zu fühlen oder verantwortlich für den Krieg und dieser Umgang mit Waffen und das ist alles. Nein, also heute gibt es diesen schrecklichen Krieg, diesen brutalen Täter oder diese Täter und sie müssen gestoppt werden. Und das ist, glaube ich, eine richtige Bewältigung von der Vergangenheit, die jetzt in so einer schrecklichen Form wieder aktualisiert wird. Und das ist etwas, was ich erwarte und das, was ich entschieden habe, auch immer wieder zu wiederholen, obwohl ich natürlich auch verstehe, dass so viel schon nicht gemacht wurde und dass so viele Opfer verursacht hat. Aber wiederholen Sie das? Ich finde es von der Komplexität und Schärfe, wie ich es in der deutschen Diskussion selten höre.
Antrieb möchtest du? Also ganz ehrlich gesagt, ich habe erwartet, weiß ich nicht warum, das war komplett falsch. Eine Frage über Russland oder Logik, also die Logik, was mit Russland passiert. Und es wäre ein bisschen einfacher für mich zu antworten, sage ich ganz ehrlich. Aber gut, was ich als Historiker über also Deutschland oder deutsche Politik sagen kann, ich sage, das ist vielleicht doch wichtig, ich sage oder betone ich das sogar nochmal, die deutsche Politik ist in der Ukraine selbst, in der ukrainischen Gesellschaft, naja, sage ich möglichst diplomatisch, höchst kritisch wahrgenommen. Wenn wir jeder, also soziologische also Studie nehmen, oder wenn ich persönlich jedes Gespräch führe mit meinen Bekannten, ja, Freunden in der Ukraine, ganz oft und ganz schnell kommt die These, dass, naja, Deutschland ist, wie gesagt, also höchst problematisch und höchst kritisch und steht irgendwo daneben Ungarn oder so, Ungarn und dann Deutschland. Das sind unsere, also höchst problematische Partner, doch Partner, kein Feinde, Partner, aber sehr problematische Partner in der EU. Jetzt, ob das stimmt, das ist eine andere Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine andere Frage. Aber für sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer, es ist jetzt so. Und meiner Meinung nach, also ganz, sage ich das also ganz ruhig und vorsichtig, ich glaube, also deutsche Politiker, also Kanzler, Präsident, andere Leute, die vielleicht nicht so, aber die können doch etwas tun, um dieses Bild oder diese Wahrnehmung ein bisschen positiver zu verändern. Das ist mein Wunsch, wenn ich so sagen darf. Aber wie gesagt, als Historiker verstehe ich, glaube ich oder hoffe ich mehr oder weniger, warum diese Reaktion so verspätet, so vorsichtig und so ja, ist. Das kann man verstehen. Das ist kein Geheimnis oder kein Wunder. Aber doch die Herausforderung ist jetzt, das ist nicht historisch, das ist jetzt, weil so viele Leute in der Ukraine kann das nicht verstehen. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Problem für deutsche Politik. Nicht nur für ukrainische Politik oder keine Ahnung, für deutsche Politik. Genau, aber das ist nur meine Vermutung. Ich kann damit leider nichts tun. Ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. Scholz hat ja gesagt, wenn er in die Ukraine reist, dann nicht nur wegen eines Fototermins. Und das setzt ihn jetzt auch unter Druck. Also wenn er in die Ukraine reist, dann kann das nicht nur ein Fototermin werden. Jetzt hast du gesagt, du hättest gerne auch was über Russland gesagt oder mit der Frage gerechnet. Ich habe bewusst jetzt nicht auf Russland fokussiert und auf Putin, weil ich meine, dass wir allzu lange uns mit der Frage beschäftigt haben, was will eigentlich Putin, also in den Wochen vor dem Krieg. Und natürlich ist das entscheidend, was er will. Er ist der Einzige, der den Krieg sofort beenden kann. Aber wichtig ist eben auch, was wollen wir und wie geht die Entwicklung in der Ukraine weiter. Möchten Sie jetzt noch etwas sagen über Russland? Dann können wir gerne noch über die Entwicklung sprechen. Und dann würde ich es ans Publikum geben. Noch eine kurze Runde über Russland? Ganz kurz. Ich glaube, jetzt haben wir endlich eine Antwort darauf, was er will. Also das, was in der Ukraine passiert, das ist genau das, was er will. Und das muss man jetzt auch endlich verstehen und nicht irgendwie weiter befrieden, ja? Oder ja, Geschäfte setzen oder irgendwelche, ja, Sanktionen oder so. Er will genau das, was er macht. Und jetzt ist nicht die Frage, was können wir anbieten, damit er stoppt, sondern wie kann man ihn stoppen? Ja. Also das ist die Frage. Anbieten kann man nur ukrainische Leben. Also das ist das Einzige, was heute auf dem Spiel steht und was ihn interessiert.